Hallo liebe Zockerfreunde und willkommen zurück zu Super Mario Odyssey. Wir sind eigentlich kurz davor, die Hochzeitsparty da oben zu sprengen. Nur beim letzten Mal habe ich, glaube ich, am Ende kurz schnell den Checkpoint... das hatte ich gar nicht im Blick, dass das Ding hier entlang rollt und nicht auf einer Stelle bleibt. Kurz nur schnell den Checkpoint geholt und bin dabei an diesen lila Münzen vorbeigerannt. Das holen wir jetzt nochmal eben nach. So, komme ich von hier bis da rüber? Locker, oder? Ja, sogar ohne nochmal meinen Hut einzusetzen. Okidoki. So, hier haben wir nochmal so eine Schnell- oder mehrere Schnellrempflanzen. Was macht man damit? Ja, im Zweifelsfall darüber springen. Darauf war ich jetzt aber noch nicht vorbereitet, weil ich auch nochmal rechts gucken wollte. Was ist das hier für ein Ding? Hat das eine tiefere Bedeutung? Achso, klar, wenn ich hier meinen Hut fliegen lasse und drauf renne, springe ich natürlich auch super hoch ab. Naja, hier ist auch nochmal irgendwie ein Übergang, den man dann wahrscheinlich ohne Beschleuniger nutzen kann. Nichtsdestotrotz gucken wir nochmal eben hier auf den Berg drauf. Achso, hier liegt vor allem der Block rum, der Mondblock, der nachher die weiteren Monde freischaltet, aber jetzt halt noch nicht. Und ein paar Noten, die mich wahrscheinlich darüber und wieder zurückspringen lassen. Da wette ich jetzt schon meinen allerwertesten drauf. Ja. Ui, das passt aber schön. Jawohl, direkt im ersten Versuch, sauber. Notenjagd auf dem Mond. Oh nein, es hat trotzdem gepasst. Falschen Knopf gedrückt, aber es hat gepasst. Oh, hier ist nur ein Herz drin, wie schade. Ich hatte ja mit einem Mond gerechnet. Schade für dich. Gut für mich. So, das hätten wir auch. Da ist noch ein Wegpunkt. Oh, da ist noch eine Sphinx-Statue. Ich glaube, die versorgt uns ja immer mit einem Quiz, oder? Sei gegrüßt, Reisender. Ebenso sei deine Kopfbedeckung gegrüßt. Vermagst du meine Frage zu beantworten? Solltest du dich derzeit wirklich mit dem Beantworten von Fragen befassen? Nun ja. War das schon die Frage? Ich glaube, das ist schon die Frage, oder? Ah. Sehr wahr, Meister der richtigen Antworten. Momentan benötigen andere Dinge deine ungeteilte Aufmerksamkeit. Geh deiner Wege, Reisender. Hier gibt es nichts zu tun, okay? Assi. Das Hochzeitsgebimmel die ganze Zeit im Hintergrund. Ist auch schon wieder irgendwie cool. Ruhige Wand, was willst du denn? Sei vorsichtig, dieses Loch ist unglaublich tief. Na gut. Dann schauen wir uns mal an, wie tief das Loch ist. Wow. Ach du Kacke, hier ist ja noch ein ganzer Lava-Level drunter. Das hatte ich überhaupt nicht mehr im Blick. Das hatte ich gar nicht mehr im Blick. Ist ja komisch, die Schwerkraft scheint hier ganz normal zu sein. Das stimmt. Hier ist die Schwerkraft wieder ganz normal. Oh mein Gott. Ach, wie cool. Die kann ich auch übernehmen und dann überall hier rumflattern. Die Frage ist, will ich das jetzt schon? Mich hier großartig umgucken? Ich glaube eher nicht. Wow, hier kommt voll die Lava rausgeschossen. Ja, oh, und nochmal rein.
So, das ist gut. Von ein Leben auf 6 Leben. Ach komm. Zack. Ach guck mal, da unten sind auch noch lila Münzen. Ach guck mal, er hat es freundlicherweise für mich abgeschossen. Ich muss hier eh nochmal wiederkommen. Mein Gott, wie groß ist denn das hier, ey? Da oben ist auch noch was drin. Hätte ich doch die Röhre nach oben nehmen sollen? Ich dachte, die Röhre nach oben wäre der Ausgang. Naja. Ein Hammer, Bruder. So, einen von denen muss ich wohl auch übernehmen, mindestens. Ja, das heißt mindestens, kann ich auch nur einen übernehmen. Den anderen kann ich dann töten, weil ich muss anscheinend durch diese Wände da hinten irgendwie durch. So. Nein! Mario, ernsthaft? Warum tust du mir das an? Oh Gott. So kann man es natürlich dann auch machen. Ich weiß nicht, ob das so gedacht war, aber egal. Mein Gott, was für ein Gitarrenriff hier unten, ey. Das gibt's ja gar nicht. Voll die Rockmusik. Ey. Gudi, gibt's hier unten auch mal irgendwie Checkpoints oder sowas? Oh nein, das wollte ich nicht. Ich wollte mich eigentlich nur mal umgucken, ob hier noch irgendwas hinter ist. Ist es natürlich. Und jetzt sterbe ich. Boah, wo fange ich jetzt wieder an? Ganz von vorne? Ach nee, von hier, Gott sei Dank. Okay, es gab keine Checkpoint-Fahne, trotzdem war hier ein Checkpoint gewesen. Das begrüße ich natürlich. Oh. Diese Perspektive von diesen, wie heißen sie hier nochmal? Die mögen sie irgendwie auf jeden Fall. Ich weiß, ich komme jetzt gerade nicht auf den Namen. Wie heißen denn die Raketendinger nochmal? Die gibt es nämlich im Mario Maker auch in den 3D-World-Leveln, dass diese Raketendingern genau aus dem Hintergrund auf einen zugeflogen kommen. So, und jetzt muss ich mit denen hier weiter, oder wie? Komme ich mit denen auch einfach hier durch? Nein! Mit denen stürze ich hier natürlich ab. Naja, Mond ist Mond, würde ich sagen. Dann nehme ich jetzt die große Rakete und dann werde ich da auch herkommen. So. So, mal eben die lila Münzen mit abgestaubt. Boom. Oh, ein, ich sehe unsichtbare Plattformtyp. Ich hätte jetzt irgendwie erwartet, dass ich hier unsichtbare Plattformen sehe. Sehe ich aber nicht. Stattdessen sehe ich da hinten einen Sternlichtstrahl auftauchen. Frage ist nur, okay, da kommt ein Kugelwilli, hießen sie. Ich weiß nicht, heißen die Großen auch Kugelwilli? Oder ein Megakugelwilli? Keine Ahnung. Genau, auf jeden Fall kommt hier ein Kugelwilli angeflogen. Und irgendwo, da ist er. Ist hier ein Stern. Und war das jetzt auf der Kanone? War das jetzt die Funktion dieses Sonnenbrillentypens gewesen? Oder zeigt er...
Pro-like. Oh nein, das war nicht so pro-like, weil er hat... Scheiße. Ich rette mich durch einen Pro-Move, um dann super dumm in die Lava zu springen. Weil der Kugel wie die eine Mütze auf hatte und ich ihn nicht direkt übernommen habe, sondern erst mal die Mütze vom Kopf geschlagen habe. Ach komm. So, jetzt aber nochmal. Ach so. Die Dinger erscheinen nur temporär, die Wege hier. Ich bin mal irgendwie wieder zu blöd für den Mützenweitsprung. Ich meine, was prinzipiell nicht so schlimm ist, weil es ist kein Verlust. Ich mache hier relativ viele Münzen. Ich verliere 5 und hier kriege ich, glaube ich, die Dinger geben ja wahrscheinlich auch jeweils 5 oder so. Kriege ich auf jeden Fall einiges an Münzen zurück. Oh, 2 verpasst. Schade. So. Nichtsdestotrotz, die Dinger sind natürlich eine gute. Muss jetzt nochmal was testen. Mensch! So, klar, absetzen muss man nochmal. Anders geht von der Kombination her nicht. So, was haben wir hier? Ein Chuck. So. Oh Gott. Ich will zumindest einmal, dass er die Dinger hier alle kaputt macht. Naja, immerhin ein Herz. Wo ist denn seine Kopfbedeckung? Oh nein! Warum? Warum, Mario? Warum tust du mir das an? Du solltest auf der Kante landen. Ah, Checkpoint, immerhin. Aber trotzdem, Mario, warum? Hey. Ach so, er hört auf zu rennen, sobald ich hier oben drauf bin. Das ist natürlich auch irgendwie uncool. Chucky! Hey! So. So, seine Mütze ist auf jeden Fall schon mal los. Naja. Ach so, ach, ich kann ihn ja auch übernehmen und das hier selber machen. Oh Mann, das macht es natürlich ein bisschen einfacher. Oh, wow, oh, wow. So, jetzt einmal vor die Wand. Hätte ich auch von vornherein drauf kommen können auf die Idee. So, und jetzt ram, 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 einmal durch alle Kugeln hier durch. Okay, hier raufspringen kann ich nicht. Da ist der nächste Chuck. So, und ich vermute mal, ich soll auch hier über dieses Lückendingens einfach drüber rennen, um die 3 Lieder Münzen dahin zu kriegen. Und dann muss ich einfach nur geradeaus. Das ist ja überhaupt kein Problem für mich, wie man jetzt schon sieht. Oh, bitte, bitte, bitte. Bum, 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 bum. Bum. Zack. So, haben wir es geschafft. Ui, hier geht's ganz schön hoch. Ach, wie süß. Und Madame aus dem ersten Level. Madame Brudel. Ich bin's, Madame Brood, zu der du im Kaskadenland so ungebührlich warst. Um genau zu sein, warst du zu allen Brudels ungebührlich. Darum sind wir nun auch alle hier. Nun denn, mein lieber Kettenhund ist hungriger denn je und wartet schon auf sein Abendessen. Au. So, Kettenhundi. Kettenhundi hat 3 Hüte diesmal. Das... Boah. Oh, shit.
So. Nur ein Leben. Bin mal gespannt, ob ich das hinhaut mit einem Leben. Zack. Fantastisch. Was macht sie jetzt? Kettenhund-Weitwurf oder was? Wow. Okay, das ging ja jetzt tatsächlich einigermaßen. Ach, als wenn du mir hinterherkommen würdest, Madame. Bam! Ins Gesicht! Ach so, jetzt hat er 5 Hüte auf. Oh, ja, ich wollte gerade sagen, es ist wichtig, dass man ein bisschen Spielraum hat. Boah. So, und letztes Mal, Madame Bruno. Wie sie aussieht. Zack. Und sie zuckt noch ein bisschen mit ihrer Hand. Oh. Naja, habe ich dich schon wieder fertig gemacht. Das tut mir ja total leid. Und es gibt noch nicht mal einen Dreifachmond dafür. Wollt ihr mich hier alle veräppeln? Mario geht's gar nicht mal so gut. Vielleicht wäre ein bisschen Lebensauffrischung mal nicht so schlecht. Wo komme ich jetzt aus? Oben bei der Kirche? Hm, ja, ich glaube schon, ja. Juhu, das Springen hier ist so geil, wie er abgeht, wenn man springt. Boah. So. Immerhin ist mein Leben jetzt wieder voll. Zack, noch ein paar Münzen. Gibt's hier was zu springen? Ist das nicht ein schönes Bild, diese Kirche mit den 3 funkelnden lilanen Dingern auf der Turmspitze? Die werden wir uns natürlich noch holen, bevor wir da reingehen. Komm schon, beeil dich, ja. Wir haben noch ein bisschen Zeit hier. So, wie komme ich denn hier hoch? Ah, es ist gar nicht so einfach hier genau in dieser Ebene zu springen. Ach, hier ist ein Fröschchen. Der Fröschchen. Jetzt bin ich aber gespannt, wie hoch der Frosch hier springt. Piu. Ja, ordentlich hoch. Aber der sprang auch schon im Hutland ordentlich hoch. Aber ob er so hoch gesprungen ist, weiß ich jetzt auch nicht. Hier sind mal wieder 2 Pixelfigürchen. Ach, da sehe ich noch einen Stern glitzern. Beziehungsweise einen Mond. Da lasse ich es mir natürlich auch nicht nehmen, mir den eben zu holen. Na, das war ja einfach. Vielleicht schaffe ich es mir sogar noch, den Frosch wieder zu holen. Oh, allerdings nicht, wenn ich mir solche Fails leiste. Auf der weißen Spitze. Sehr schön. So, Ding, ding, ding. Guck mal, da ist auch noch ein Loch unter der Glocke. Ach, guck mal, da kriegt man sogar die Dinger schon. Wenn man nicht völlig talentfrei dran vorbeispringt. Da ist noch ein Loch unter der Kirchturmglocke. Ich vermute ja mal fast, da werde ich die Kirche dann von oben betreten, oder? Boah, wie hoch er noch aus dem Frosch rausspringt. Jawohl, da ist auch noch ein Mond. Hochzeitssaal. Mit einer andächtigen Melodie. Oben im Gebälk. So. Ah, naja. Gut, ich habe mich nochmal umgucken können da oben. Aber ich habe nicht den Eindruck, als wenn da noch irgendwas ist. Bumm.
Hier bin ich! Stopp die Hochzeit! Achso, ich kann mich wieder bewegen. Was geschieht hier nur? Oh nein, oh nein. Und dafür wurde ich vom Kochtopf weg hierher gezerrt. Boah, sind wirklich alle da, wa? Was sagt nicht jeder was? Lecker Eintopf zur Hochzeit. Oh nein, oh nein. Gerade noch rechtzeitig. Du bist extra hergekommen, sie zu retten. Das ist wirklich herzig. Eigentlich möchte ich jetzt gerne nach Hause gehen. Man hat mich gezwungen, an dieser Zeremonie teilzunehmen. Kann ich etwas Eintopf haben? Aber wie lustig, sind wirklich so. Die Hauptfiguren sind alle hier, ne? Denen man so im Spiel begegnet ist. Zumindest aus jedem Land einer. Stopp die Hochzeit! Nein! Waha, waha. Ui. Das ist nicht nett gewesen. Oha. Der ist ein bisschen größer als ich. Und die Prinzessin kommt im Ring angekettet hier runter. Wahaha, du willst die Hochzeit platzen lassen, Mario? Das ist schäbig, du solltest dich schämen. Darüber hinaus bist du nicht schick genug angezogen. Das ist aber auch egal, denn du bist nicht eingeladen. Und du machst jetzt mal den Brautstrauß und fliegst raus. Tschüss. Mach dich auf was gefasst, Mario. Ach, er holt ja seinen Boxerhut raus. Deswegen bin ich voll schick angezogen. Was willst du von mir? Ich habe einen weißen Anzug an und einen weißen Zylinder. Da hast du deine schlechten Zeiten. Zack. Ach, Bowser, das hatten wir doch schon, oder? Bam, 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 bam. Oh, hat er das beim letzten Mal auch schon gemacht, diese Roundhouse-Kicks? Oh, da war ein Herzchen. Das Herzchen ist noch da, gib's mir. Oh. Boah, aber ich erinnere mich, diesem Ding war leichter auszuweichen, als es insgesamt aussieht, weil die Hitbox gar nicht mal so groß ist von diesem Feuerstrahl. So, da haben wir dich doch schon wieder. Oh, aus Feuer? Wie gemein bist du denn? Zweimal! Macht er jetzt jedes Mal einen Dreher mehr oder was? Tschüss! Krieg ich noch ein Herzchen? Ein Herzchen wäre fein, Bowser. Ach, Bowser, das Ding kannst du dir echt sparen. Aber ich hätte jetzt gern ein Herzchen. Ist das im Bereich des Machbaren? Oh, nein! Ich war so kurz davor, dieses Herzchen einzusammeln. So, ich kann es jetzt natürlich überspringen. Auch das würde ich gerne überspringen. Zack.
Okay, aber ich denke mal, jetzt wo ich einigermaßen darauf vorbereitet bin, was er hier alles so macht, sollte das irgendwie machbar sein. So, Nummer 1. In die Mitte sollte ich noch nicht. Boah, ich bin super spät erst gesprungen, jetzt super früh. Das Ding hat so eine gnädige Hitbox, das gibt's gar nicht. Ich denke immer, ich muss da zwei Hüte draufschmeißen. Einen, um ihn umzuhauen, den Hut, und einen, um ihn dann wirklich zu keppern. Aber ich glaube, einmal was draufschmeißen reicht tatsächlich. So, jetzt macht er zweimal. Ja, wenn man weiß, was er macht, kommt man auch ganz gut davon. Ja, jetzt kommt eine ganze Menge an Hüten. Aber sobald ich den Weißen erwische, ist Ende mit der Show. Sage ich doch. Ah ne, doch, ich muss ihn doch nochmal erwischen. Strange irgendwie. Ui. So. So, wie oft drehst du dich jetzt? Dreimal. Zack. Zack. Oh nein. Oh, ich hab zu lahm reagiert. So, jetzt aber. Zack. 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 Oh, nochmal. Oh. Ey, wo ist dein Anzug hin? Er hat irgendwie in diesem Sturz seinen Anzug verloren. War's das? Nee, ich meine, hier kommt noch was. Ah, oder? Ist das nicht schön? Wow! Ach, hier sieht man auch schon, das ist das Material, aus dem auch diese ganzen Würfel sind, die in den verschiedenen Leveln rumstehen. Hier sieht man, dass es die Mondwürfel sind. Die bekommen wahrscheinlich jetzt gerade ihre Energie, wo sie alle hier vom Himmel fallen. Wow, es geht nochmal richtig abwärts. Mit Bowser, Prinzessin und Mario. Oh, what the fuck? Oh nein, geht es meiner Schwester und nein. Und direkt gefailt, oder was? Nein. Und direkt abwärts. Ja, deiner Schwester und der Prinzessin mag es gut gehen. Uns ging es nur leider nicht gut. Flog da gerade ein riesiger... Ah ne, es war so ein Mondblock. Ich dachte, da flog ein riesiger Fragezeichenblock vorbei. Was sollen wir tun? Ja. Wir keppern Bowser! Wir sind Bowser! Yay! Wie geil er hier an Bowsers ganzen Erlebnissen aus den alten Spielen vorbeifliegt. Und an seinen Träumen natürlich. Jetzt hat Bowser ein Mario-Bart. Nice. Oh, ich muss springen. Ah, Bowser, hau dich durch. Ich schätze mal, auf den Steinen, die hier gelb werden, sollte ich nicht allzu lange stehen bleiben. Die fallen runter. Okay, und sie werden auch noch gelb gemacht von diesen Gesteinsbrocken, die hier rumfliegen. Und sie fügen mir auch noch Schaden zu, diese Gesteinsbrocken. Wie fies ist das denn? Mein Gott. Aber ich habe 6 Stück. Also Leben. Ding, ding. Oh, oh, oh. Ja.
Da fallen noch ein paar Steinklumpen auf den guten Bowser hinab. Und noch eine 2D-Sequenz, wie geil. Komm, in die enge Röhre da rein. Schaffst du ja wohl mit deinem dicken Hintern. Ach so, ich schieße hier... Feuer. Das da unten fällt alles runter. Und weiter rennen. Komm, Bowser, schlag mich durch. Das Dumme ist, jetzt retten wir quasi Bowser mit, weil wir hier raus wollen. Eine Mondwand. Und jetzt explodiert der Mond oder was? Oha. Was ist das hier? Die Säulen der Erde oder was? Oder beziehungsweise die Säulen des Mondes? Ich sehe den Ausgang. Wir haben es fast geschafft. Was muss ich machen? Die Säulen hier umflexen? Das ist auch Hammer, dieses Lied, ne? Das ist auch so ungewöhnlich für Mario. Echt solche Lieder mit echtem Gesingsang. Und für japanische Verhältnisse klingt es noch nicht mal so schlecht. Ich meine, es ist englisch gesungen, aber wahrscheinlich ja trotzdem irgendwie japanisch produziert. Wow. Oh. Und jetzt noch die Säule hier in der Mitte, oder wie? Ah, hier ist doch ein Mondkoloss. Komm, Bowser, gib alles. Komm, 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 komm. Wie geil sieht das aus? Ja, ich bewege mich doch schon längst. Achso, ich muss länger gedrückt halten, damit wir hier zu dritt wegbritzeln können. Küsschen. Oh nein. Let's go home! Jo, das war der reguläre Super Mario Odyssey-Durchgang. Die Szene, wie Mario und Bowser da ihr beide die Blumen hinhalten, die finde ich ja nach wie vor etwas skurril. Und dass Peach dann so patzig auf beide reagiert, wobei sie doch dann irgendwie eindeutig Mario wählen müsste, weil Bowser ist ja immer nur fies zu ihr, aber egal, muss ja nicht alles so schlüssig sein. Schon mal kurzes Zwischenfazit hier. Also ich glaube, wir haben bis jetzt ein Viertel maximal aller Monde eingesammelt. Das heißt, es gibt wirklich noch einiges zu tun.
Und man sieht auch, das normale Durchspielen, wenn man das Spiel einfach nur durchspielen möchte, ist spaßig, aber leicht. Es soll einfach jeder durchspielen können, was auch in Ordnung ist. Und ja, die eigentliche Arbeit beginnt jetzt in dem Moment erst, wenn man alles haben möchte. Und da sind auch wirklich ein paar Monde bei, die es wirklich in sich haben. Und wo ich auch eine Menge bei fluchen werde, das weiß ich jetzt schon. Aber bis hierhin war es wirklich ein lustiges, unterhaltsames Spielchen für jedermann. Und ja, wie gesagt, die Herausforderungen folgen noch. Ansonsten wirklich ein super kreatives Mario-Spiel. Ich meine, Mario-Spiele sind eigentlich immer super kreativ. Fast jedes Mario-Spiel schafft es, irgendwie eigene Akzente zu setzen durch eigene Features. Und hier ist es halt wieder ein Spiel im Geiste des Mario 64 mit offenen Welten, wo man sich frei bewegen kann. Klar, in der freien Bewegung, da liegen einfach viele Monde einfach so rum. Da geht es mehr darum zu suchen, als sie mit großen Skills zu erreichen. Aber wie gesagt, die Skill-Monde, gerade in irgendwelchen Leveln hinter irgendwelchen Türen und so, die kommen auch noch. Und gerade die Sache, dass man mit Cappy die verschiedensten Figuren und Gegner übernehmen kann und ihre Fähigkeiten benutzen kann, das macht den Reiz des Spiels halt auch aus. Weil es halt Marios Moveset, was ja auch so schon ganz okay ist, halt nochmal um x Dimensionen erweitert und man in jedem Level irgendeinen anderen Schabernack anstellen kann. Es einfach super witzige Effekte gibt, wenn man die Gegner übernimmt, keine Ahnung. Das Hochstapeln der Goombas oder der Vogel, mit dem man sich in die Wand haut und die Wände hochkatapultiert, es sind einfach alles irgendwie super witzige und kreative Sachen dabei. Die Frösche, mit denen man mega hochspringen kann. Da haben sie schon viel Kreativität und Fantasie walten lassen. Jedes Level hat natürlich irgendwie ein anderes eigenes Design, auch wenn mir ein, zwei Level davon nicht so gut gefallen. Nichtsdestotrotz im Großen und Ganzen alles super abwechslungsreich, super spaßig und super fantasievoll. Auf jeden Fall eines der besten Marios, was es gibt. Es hat ja auch von der Presse fantastische Bewertungen bekommen. Es ist einfach grandios. Punktlandung mit meinem Fazit. Genial. Danke fürs Spielen. Ja, sehr gerne. Thank you so much for playing my game. Yeah, you're welcome, Mario. So, jetzt sieht man schon, dass die Mondblöcke ihre Power zurückerhalten haben und ab jetzt funktionieren werden. Du kannst nun zum Pilzkönigreich reisen. Die Shops haben weitere Monde im Angebot. Die Musikliste wurde dem Kartenbildschirm hinzugefügt. Whatever. Und hier ist das Pilzkönigreich. Dem werden wir uns aber später widmen. Das kann ich jetzt schon sagen. Ich werde in der nächsten Folge zum Hutland zurückkehren. Und dann werden wir das Spiel nochmal von vorne aufwickeln. Und bis dahin... So ruhig, so friedlich, als wäre unsere Reise zum Mondland nur ein Traum gewesen. War sie aber nicht. Ha, ich wollte gerade sagen, eigentlich wollte ich ihn schlafen lassen, bis wir uns unseren Weg fortsetzen, aber jetzt ist er schon von alleine aufgestanden. Ha, zum Glück war das alles kein Traum, denn wir haben unsere lieben Freundinnen, meine Schwester und Prinzessin Peach gerettet. Juhu! Dieser Albtraum ist jedenfalls vorbei. Wir können echt stolz auf uns sein. Und doch, ich habe unsere Reisen total genossen und ich möchte nicht, dass schon alles zu Ende ist. Es gibt doch noch so viel zu tun, so viele Hüte, die du noch treffen musst. Ich wette, wenn wir noch mehr Powermonde sammeln, können wir zu einem neuen Ort reisen. Unsere Reise ist also noch längst nicht vorbei. Hurra! Lass uns erstmal in den Pilzpalast gehen. Ah, okay, dem werde ich natürlich noch folgen hier irgendwie, der Hauptstory weiter, genau, bis es hier nichts mehr zu tun gibt. Aber das machen wir, wie gesagt, beim nächsten Mal. Die Folge ist eh schon etwas länger geworden, weil ich den Bosskampf nicht unterbrechen wollte und den Abspann auch nicht und noch mein Fazit gegeben habe. Ja, dieses Pilzkönigreich schauen wir uns dann zumindest in Rahmen, wie uns die Story hier noch leitet, beim nächsten Mal an. Ich sag vielen Dank fürs Zuschauen und bis denne.